Der gehörnte Kofferfisch, auch auf Englisch Longhorn-Kaufisch genannt, kommt aus den Salzwassermeeren vor Afrika, Australien, China, Japan, Thailand, den Malediven, eigentlich überall im Roten Meer. Also ist sehr weit verbreitet. Er wird zwischen 44 und 46 cm groß. Sollte eine Wassertemperatur von 23 bis 27 Grad haben. Das Aquarium sollte ungefähr 3000 Liter haben, weil die Tiere sehr klein ausgeliefert werden in Zoohandlungen oder bei eurem Fischhändler. Werden sie wegen ihrer, ja, weil sie so klein sind, so schön aussehen, gekauft und werden dann natürlich eigentlich riesig, deshalb sollten die Aquarien auch relativ groß sein. Fressen tun sie Artemia, wenn sie jung sind. Wenn sie älter sind, fressen sie Salzwasserkrebse oder Frostfutter, was sehr groß ist. Wichtig ist zu sagen, dass dieser Fisch nur für sehr erfahrene Halter geeignet ist, da er erstens nicht einfach zu halten ist. Er bekommt sehr schnell Pünktchenkrankheiten und sollte deshalb eine gute UVC-Anlage haben. Auf seinem Speiseplan stehen auch kleinere Fische und Salat, Bananen etc. Aber deshalb sollte man auch unbedingt aufpassen, wo man diesen Fisch hält und mit welchen anderen Fischen. Außerdem besitzt dieser Fisch an seinen Hörnern Giftdrüsen, die ein schädliches, also gesundheitsschädliches Gift ausstoßen. Und deshalb sollte man unverzüglich vermeiden, diesen Fisch zu ärgern oder an seinen Hörnern zu berühren. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, lasst ein Abo da und guckt mal auf meinem Kanal vorbei.